Hallo Civilization Fans, willkommen zurück zu Thomas spielt Civilization 5 mit Venedig. Es steht gleich wieder ein Weltkongress an und bis dahin. Oh, eine Einheit von wem? Warum hat China denunziert? Mbanza Kongo, vielen lieben Dank für diese Einheit. Wir werden sie in Ehren halten. Und ja, wir werden sie einfach nur in Ehren halten. Gut. Eine benötigt Befehle, Karawane, die macht natürlich ihren Weg weiter nach Nanjing und bringt uns viel Gold, 12.000 Goldhammer. Alle Stadtstaaten stehen unter unserer Kontrolle sozusagen, also schauen wir mal, was das dann bringt. Wenn die Spieler spätere Zeitalter erreichen, wird das Intervall kürzer. Genau, wir sind schon von 25 auf 20 und 100. Ich empfinde es aber immer noch als sehr, sehr lang. Maria hat mit Caesar Frieden geschlossen. Gab es da überhaupt Kampfhandlungen oder war das wieder so ein Pseudokrieg? Wir hatten halt einfach ein bisschen Beef miteinander, ne? Haben das jetzt ausgerambelt sozusagen. Lhasa ist in Ehrfurcht von mir, ist das toll. In Bezug auf die Kultur anderer Zivilisationen blind und euer Einfluss ist um 40 gestiegen, sehr schön. Kühlschrank ist sehr gut, Kühltechnik. Hat die Welt weit gebracht. So, wo geht's denn in Venia? Wo warst du denn eigentlich in der Stadt? Hier. Kumae. Samarinda. Surabaya. Makassar. Ekaterinenburg. Vladivostok. Gibt's auch noch eine Wissenschaft, ne? Ekaterinenburg. Kommt Druck rein, geht Druck raus. Machen wir hier Katharinenburg. Gut, noch einer, ohne Fahrschein. Forschung wählen, jetzt geht's ab. Flughafen, Pentagon. Es ist egal, was wir jetzt hier bauen. Das Penicillin. Medizinisches Labor. Und. Ah, ermöglicht die Einheit. Jetzt müssen wir es jetzt nimmer. Dann bauen wir Plastik, Forschungslabor, sehr gut, und Christo Redentor, der ist wieder ganz wichtig. Aber das wird wohl noch eine Weile dauern, bis wir das alles haben. Stimmt, Volker. Nächste Runde. Mit dir und Russland befassen. Warum so aggressiv wieder? Ach, Judah von China denunziert. Alle haben. Was erlaube gut sind hier an? Das geht ja gar nicht. Mal hier rein, irgendwo Barbaren. Leider nicht. Ist fast schon schade. Stadion, Hotel. Alles klar. Nächste Runde. Was ist eigentlich Tourismus? Kann das auch irgendwie zum Siegen beitragen? Flugabwehrgeschütz babylonisch. Halleluja. Die haben ja immer noch Beef miteinander und der versucht gerade Moskau anzugreifen. Das ist natürlich ein. Oh, Nebukadnezar ist ja gut. Ein sehr interessanter Kampf in Moskau, also gegen Moskau, in Moskau, die Belagerung von Moskau, weil Moskau eben so stark ist. Ach Gott. Ich hab keine Ahnung, was du von mir willst, aber ist in Ordnung. Oh, Wittenberg, jetzt geht's ab. Ich glaube, der will Wittenberg. Muss er nicht hingehen. Mombasa hat jetzt natürlich auch Beef und mit allen anderen Stadtstaaten halt auch.
Alter Schalter. Okay. Ach, nee. Mit China jetzt auch. Jetzt geht's ja ab. Na, dann müssen wir hier mal wieder alles, ne, mobilisieren. Und unsere Abwehrkräfte etwas stärken. Das ist gut. So. Ach du Heiliger, jetzt bin ich dran. Der Feind wurde bei Wittenberg gesichtet. Ich sehe. Also, komm mal ganz schnell hierher. Einheit befördern. Heilen auf jeden Fall. So. Dann. Hier ist eine Artillerie. Wittenberg. Machen wir den platt. Okay, noch jemand im Fahrschein? Hier nicht. Gut, China. China, China, China. Den nehme ich zuerst mal, den können wir schon mal vorschicken. Den, der kommt hierher. Artillerie, den muss ich Xian gleich mal erobern. Vielleicht funktioniert es ja sogar. Ja, super. Gucken wir mal. Und ihr bleibt mal da unten, da wird mich bestimmt wieder ein bisschen rumgeplündert. Du gehst hierher. Du bleibst mal hier. Nur zur Sicherheit. Mit Befehl abwarten. So, noch was. Unser Gebiet wurde Gegner gesichtet. Ich habe alles beledigt. Hier können Sie mal zu Perlen, Wein. Ja, ist ja gut. Perlen, Gold. Rekrut. Jetzt wird den Krieg erklärt. Zwischen Venedig und Kiew. Ach, Herr Jemen. Wir haben sogar Landeinheiten. Leidet Hunger. Stadtverbindung Hauptstadt ist kaputt worden. Barbarenlager unter Deckel, gerade eben. Stadtverbindung haben wir uns hier gekriegt. Ding, 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 ding. Auf geht's. Das ist ja schön. Juhu, mal wieder Krieg. Toll. Offene Grenzen und 4. Ja, das ist in Ordnung. Rom wird ja immer besser her. Ja. Der noch Best Buddy von uns. Ah, fuck. Okay. Kriegen wir hin. Alles gut. Die haben den da oben versenkt. Ziehen sich zurück. Okay. Ach, hey. Ja, danke schön. Wittenberg, was brauchst du denn eigentlich? In Portugal, der uns hört. Jetzt geht's ja ab hier. Und in einer Runde Tag der Weltkongresse. Das wird ja interessant. Aber ich glaube, die wollen nur Wittenberg. Ja. Dingenskirchen. Könnte man verkraften. Plündern. Zurück. Ach du Heiliger und Zerstörer.
Schieß da schon mal drauf. Da können wir auch nichts machen. Was hier so oben abgeht. Der kann leider auch nichts mehr tun hier. Was macht mein Langbogenschütze eigentlich hier? Warum bist du so versteckt? Was soll das denn? Der kann da an Landeinheiten nichts ausrichten, aber an Zieleinheiten. Machst die weg? Schon mal einer weniger. Gut. So, jetzt tritt natürlich der Kongress wieder an den Start. Achso, ich habe ja immer noch alle. Sehr gut. Bin mal gespannt, was hier so kommt. 20 wie immer. Sehr gut. Und 12, ja. Gelehrte vor Ort und Embargo Babylon. Ja, 8 Abgeordnete, 4. Ja, das sind bestimmt die 2 da. Haben dieselbe Ideologie. Achso, das ist ja. Was sind China? Ja, und China. Ja, Gelehrte vor Ort. 5 Abgeordnete. 3 Abgeordnete, eine Zivilisation. Ist egal, das drücke ich jetzt einfach mal durch. 5 Abgeordnete. 12 macht 15 und Moment. 15, also brauchen wir hier nur 11. Embargo Babylon. Nein, nein, stimmt. Oder nein, müsste reichen. So, was haben wir hier? Eine Gatling-Kanone passt oder zerstört. Gegengesicht ist okay. Passt, Ast, Ast, Ast. Keine Maria, Mensch. Ey, Leute. Ihr seid der Wahnsinn, ja. Ihr seid echt der Wahnsinn. Ah, warum kann ich das jetzt nicht mehr? Ah. So. Einer ist jetzt, glaube ich, irgendwo. Den müssen wir mal wieder bewegen. Und zwar nach Peking eigentlich. Er ist als Spion dann. Das ist ja klar. Weiter geht's. Die Schlacht um Wittenberg geht weiter in die zweite Runde. Ich bin mal gespannt, was da hier so abgeht. Bis jetzt hat sich China ja noch nicht blicken lassen vor meiner Tür. Eventuell wird sich das gleich ändern. Naja. Das wird irgendwie denunziert. Russland. Und du machst echt erst meine Einheiten bei der Stadt, um in die Stadt zu gehen. Nicht gut, nicht gut. Kann ich nur eine Fernkampfeinheit kaufen. Beziehungsweise muss versuchen, Weltkriegsbombe aus dem Ersten Weltkrieg, wie man sieht. Hat sich doch diese Stadt noch gelohnt, da 4, das kann ja was werden hier. Das kann ja was werden. Yes. Ja, das Kriegsgebrabbel habe ich ein bisschen vernachlässigt. Aber das ist jetzt gleich hier zwei der schlagkräftigsten Leute antraben. Ist ein bisschen heftig. Aber wir werden das schon irgendwie überstehen. Das ist natürlich hart, warum der natürlich ausgerechnet am Stück hinfährt, weiß ich jetzt auch nicht.
Das werden wir herausfinden. Schreckner-Kultur. Sehr gut. Sehr gut. Blub, 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 blub. Genau, wir haben da Verbündete. Das ist richtig toll. Haben sich die ganzen Ausgaben doch gelohnt. Gelehrte Wortmut erlassen. So, wo ist denn mein... Hallo, meine Artillerie. Ach, hier ist meine Artillerie. Ach, der wehrt sich nicht. Das ist ja toll. Was bist du denn? Montgomery, großer General. Okay. Ich werde sicherlich jetzt irgendwie gebrauchen können. So ein Gefühl. Plündern. Der hat unseren Handelsweg hier geplündert. Das ist natürlich schade. So, erstmal hier ran. Und macht die Haubitze weg. Natürlich, die Haubitze ist stehen geblieben. Was soll der Scheiß? Angreifen, beschlagen, mal gucken, ja. Produktion wählen. Natürlich ein U-Boot. Was sonst, ne? Vorschlag machen. Also die Finanzierung stehen bisher besteuern. Ja, bitte. Das ist natürlich gut. So, hier wurde ein Feind gesichtet, den haben wir bekämpft. Das ist wieder nach hierher. Hoffentlich bleibt das so. Passt. Gegner, großer General, ist leider tot. Mailand, Gelehrte vor Ort, sehr gut. Schön. Das hat funktioniert. Das hat... Nicht ganz sehr gut. Wittenberg leider nur. Jawohl. I know. Singapur. Riesen. Schon. Wittenberg. Komm mal her. Kauf. Was können wir denn hier so kaufen? Zum Beispiel ein U-Boot. Bin mal gespannt, was denn hier so geht. Ah, das sind viele U-Boote am Start. Halleluja. Wittenberg wollen wir keine Gedanken zu machen, dass da irgendwas noch sich ändern wird. Die Animationen sind ja schön, aber mit den Bombern, das ist ein bisschen viel. Ah, jetzt kommen die vier Stück wieder her, die Mombasa bombardieren. Du wolltest doch Mombasa immer schon haben, Gajamada. Immer schon. Weil das mitten in deinem Reich liegt. Und außerdem haben die Öl. Ja, das haben wir auch schon gemacht. Ein Stadtstaat extra auf unsere Seite gezerrt, um an das Öl ranzukommen. Weil wir sonst überhaupt nichts hätten. Aber er hier mit seiner... doch recht großen Luftwaffe hat da schon gut zu tun. Jetzt kommt noch die Artillerie. Die haut natürlich richtig rein. Da sind die Bomber ein laues Lüftchen dagegen. Ah, Mombasa wird nicht mehr lange dort sein. Ah, der kriegt da natürlich einen großen Kriegsteilermalus. Wenn man diese Städte immer angreift und einnimmt, natürlich. So. Der nächste ist dran. Was geht denn hier jetzt ab?
Das war zu erwarten. Wir müssen in der Nähe, es sind genügend Gegner, mein Freund. Alter, wie toll bist du denn? Das ist ja echt super. Er fährt auch schön direkt noch in den Hafen rein. Banzer Kongo, Wahlschwindel in dem Banzer Kongo, aber Wahlmanipulation sein. Sind die Stadtstaaten dran? Okay. Der Feind wurde bei Wittenberg gesichtet. Na, erzähl, das wusste ich schon. Venedig kann einen Gegner angreifen. Alles klar. Das tun wir doch auch. Lassen allerdings die Lorbeeren dieser Fregatte. Und tschüss. Fregatte gegen Kreuzer, Zerstörer. War schon was wert. Ein U-Boot gegen. Also erstmal hier. Voll voll. So, jetzt müssen wir ein bisschen ranzoomen. Da ist noch eine Artillerie. Ich habe das U-Boot. Fahre dahin und mache den platt. Interessant, ich kann immer nur einen Platz machen. So, weiter geht's. Ich fahre hier hin und mache den Platz, obwohl hier viele, viele U-Boote noch liegen. Ich habe eine Gatling-Kanone und gehe damit auf meine Artillerie. So, was haben wir hier? Wir haben auch ein bisschen was. Muss mal ein bisschen aufpassen. Befehle. Ah, großer General. Jawohl. Passt. Voll die Fälle. Weiter geht's rum. Portugal im Gebiet der Kinder gesichtet. Das ist schon erledigt. Bin mal gespannt, ob es die Fregatte hier oben überlebt bei den ganzen. Ah, hier kann man noch einen wegmachen. Und zwar. Ihn hier. Und weiterhin können wir in Wittenberg noch was kaufen. Ein U-Boot. Sehr gut. Nächste Runde. Ja. Und wie es dann weitergeht, in diesem doch recht, ich muss sagen, nervenaufreibenden Krieg, das erfahrt ihr beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Thomas spielt Civilization 5 mit Venedig. Eigentlich wollen wir den Diplomatie-Sieg erringen. Eigentlich. Bis dahin, gehabt euch wohl, euer Thomas.